Am vergangenen Freitag wurde ein Blumen- und Fischmarkt auf dem Altmarkt in Plauen eröffnet. Die bekanntesten Marktschreier Deutschlands waren vor Ort und das gefiel den Plauenern und auch allen anderen Gästen. Wir haben davon berichtet. Als uns dann die Information erreichte, dass es am Sonntag eine besondere Aktion geben würde, da waren wir natürlich gespannt. Von 11 bis 12 Uhr hieß es freie Matjesverköstigung und Freibier. Wir rechneten mit einem kleinen Nahkampf auf dem Markt, aber wie heißt es so schön? Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Sonntag 11 Uhr. Der Blick auf den Markt machte uns schon stutzig, denn von einem Besucheransturm konnte wahrlich keine Rede sein. Da sah es an den Tagen zuvor durchaus anders aus. Woran lag's? Zum einen sicherlich mit an der Hitze, keine Frage. Auch hat der Vogtländer so seinen eigenen Zeitrhythmus. Sonntagmittag, da wird in der Regel zu Hause gegessen. Aber genug der Vermutungen, Matjes Semmeln für Lau und Freibier, wenn das nicht zieht. Ein anderer Grund war sicher, dass die Aktion zum Zeitpunkt selbst nicht publik gemacht wurde. Wer also nicht durch die Medien davon wusste, der hatte Nachsehen. Natürlich bekam man, wenn man in dem Zeitraum eine Matjes-Semmel oder ein Bier bestellte, beides umsonst. Für den einen oder anderen eine schöne Überraschung. So viel dazu. Was den Marktbesuchern und uns am Sonntagvormittag noch auffiel, es war ungewöhnlich ruhig auf dem Altmarkt. Der Grund, einige Stände waren nicht besetzt. Schade, kann man da nur sagen. Dennoch, insgesamt war der Blumen- und Frischemarkt ein Erfolg und ein Highlight für Plauen. Schön, als Plauener endlich wieder mal was los. Auch die liebe Antje aus Holland war zufrieden. Ja, eigentlich sage ich mal, die ersten zwei Tage war das Wetter nicht so schön, aber trotzdem, die Kunden sind gekommen. Wir sind sehr zufrieden, Orchideen waren auch ziemlich flott weg. Und ja, wir sind wirklich erstaunt. Ne? Trotz des Wetters, wie gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die verkehrte Kleidung. Und hier hatten sie die richtige an, also wir sind sehr zufrieden. Für diese heutige Zeit jetzt mit Corona, mit allem, doch, sind wir sehr zufrieden. Und sie kommen auch wieder? Ja, so Gott will, kommen wir wieder.